Fashion Europe tätig. Bin auch nicht ganz frisch im Gründungsgeschäft, wie es gewesen ist. Dann einmal als grobe Übersicht, worüber geht's? Es geht einmal darum, wie frei ist das System, welche Probleme gibt es grundsätzlich damit, aus Sicht der Freiheit, aus Sicht des Datenschutzes. Dann geht natürlich auch darum, was kann ich tun, um die Situation zu verbessern. Ich habe jetzt das Device, entweder weil ich es gerade frisch gekauft habe oder weil ich es geschenkt bekommen habe oder weil ich es gekauft habe zu einem Zeitpunkt, wo es mir nicht bewusst war. Warum auch immer, ich habe es. Und ganz zum Schluss möchte ich auch noch einmal auf die Kampagne, die wir bei der FSFE zu dem Thema haben, eingehen. Auf der einen Seite, was wir da tun, auf der anderen Seite aber auch, was kann man tun, um zu helfen. Die Folien braucht man grundsätzlich nicht abschreiben. Ich habe sie abgegeben. Ich nehme mal an, sie werden auf der Homepage verlinkt werden. Ansonsten kann ich sie auch gerne verschicken. Das ist jetzt grundsätzlich kein Problem. Mal eine ganz grundsätzliche Frage. Was ist Android? Android ist ein Betriebssystem für Handys auf Linux-Basis. Es ist ein Linux-Kernel enthalten. Es wird von Google entwickelt in einem geschlossenen Prozess und im Nachhinein veröffentlicht, darüber eventuell später. Und es ist weltweit gesehen überragender Marktführer. Es ist im deutschsprachigen Raum die Dominanz, wenn ich das richtig im Kopf habe, die letzten Zahlen, ich hatte nicht ganz so extrem wie weltweit, weil im deutschsprachigen Raum sich in einem Apple etwas stärker ist als im internationalen Schnitt. Aber die letzten Infos, die ich hatte, war, dass der Anteil von Samsung alleine in etwa so hoch ist wie der von Apple. Eines der ersten Probleme, die mit Android gerne mal auftreten, ist schlicht und ergreifend Privacy. Das ist jetzt noch nicht freie Software, sondern da geht es schlicht und ergreifend darum, dass das Device grundsätzlich einmal davon ausgeht, dass ich meine sämtlichen Daten bei Google lagern möchte. Das heißt, meine Kontakte, meine E-Mails, meine Termine, alles. Das ist jetzt gerade bei den Kontakten natürlich so eine Geschichte, weil ich damit natürlich nicht nur Daten von mir selber bei Google lager, sondern auch die Daten von anderen Leuten. Das ist dann nämlich noch eine besondere Feinheit, dass ich sozusagen in Wirklichkeit ja nicht nur meine Daten in die Cloud publiziere, sondern auch noch die Daten anderer Leute. Das ist zwar nicht der einzige Service, wo dieses Problem besteht, aber das ist natürlich auch ein Ding. Worauf man natürlich auch eingeht in die ganze Geschichte von Google Account, ist natürlich, dass Google es sich herausnimmt, die Daten auch zu analysieren. Ich meine, davon geht Google, dass sie ganz gut darin sind, Daten zu analysieren und für ihre Zwecke zu verarbeiten. Hauptsächlich Werbung. Das nächste Problem, was Privacy betrifft, sind durchaus Applikationen. Das Problem ist, dass es sehr viele Applikationen gibt, die grundsätzlich einmal, ob sie es jetzt brauchen oder nicht, oder ob das jetzt, die einfach sehr viele Rechte haben möchten, das heißt, auf sehr viel der Daten, die auf dem Device verfügbar sind, zugreifen möchten, sei es jetzt der Ort, sei es jetzt das Telefonbuch, sei es, sie möchten SMS verschicken, was auch immer. Das kann natürlich auch zu Problemen führen, die jetzt nicht unbedingt dazu führen, dass man das Device jetzt wirklich unter Kontrolle hat. So, wie frei ist das Ganze? Es ist bis jetzt auf den Linux-Kern, der natürlich GPL-lizenziert ist,
ist das eigentlich alles Apache lizenziert. Das ist grundsätzlich freie Software, aber das ist jetzt kein klassisches Free Software Projekt im eigentlichen Sinn, weil Google das grundsätzlich so macht, dass sie einmal vor sich hin entwickeln und dann beschließen, geben wir es jetzt frei oder nicht. Android 3 haben sie nie freigegeben, Android 4 haben sie wieder freigegeben. Man ist im Prinzip davon abhängig, wie sie weitergehen. Es ist aber natürlich auch so, dass die Lizenz natürlich auch nicht vorschreibt, dass es frei bleiben muss. Man weiß nicht, wie sie weitergehen. Ich meine, es ist zwar, kann man zwar Vermutungen anstellen, aber man weiß es natürlich nicht. Ein weiteres Problem ist natürlich auch, dass man durchaus, und ich hatte sowas auch schon in der Hand, man immer wieder auch Telefone hat, wo zwar theoretisch man Software mal probieren könnte, man sich aber leider Gottes nicht draufbringt, weil der Bootloader davon ausgeht, dass nur vom Hersteller signierter Code ausgeführt werden darf und sich das nicht bei allen Geräten gehen und oder abschalten lässt. Bei manchen Geräten ist es auch nur mit etwas mit Kopfständen verbunden. Soweit einmal die Grundlagen, was ist der Ist-Zustand, wenn ich so ein Telefon kaufe. Die Schwierigkeiten gehen natürlich auch davon da weiter, dass es im Android-Bereich zum Teil, gerade wenn man Telefone über den Telefonanbieter bezieht, immer wieder das Problem gibt, dass das wieder irgendwelche Customized-Varianten sind, wo ich das Telefon dann nicht mit irgendwelchen, mit der offiziellen Firmware updaten kann. Und wenn dann mein Telefonprovider meint, ja, das habe ich mit einem Zustand ausgeliefert und ich will das eigentlich nicht weiter warten, wenn es dir nicht passt, kauf dir ein neues, dann habe ich nicht nur das Problem, dass ich auf dem Device nicht der Daten unbedingt das tun kann, was ich möchte, sondern habe ich zusätzlich noch das Problem, dass ich auch Security-Probleme habe. Weil was gerne übersehen wird ist, ich meine, so ein Device ist im Prinzip ein vollständiger Computer. Ich meine, das Ding, das ich hier habe, im Speziellen, hat 4 Kerne, 1,5 GHz, hat 2 Gigramm. Ich behaupte mal, wenn ich ein 4 Jahre altes Notebook habe, dann hat das wahrscheinlich deutlich weniger Rechenleistung als das aktuelle Handy. Ob man das jetzt braucht, ist eine andere Frage, aber nur um zu zeigen, dass das natürlich nicht ohne ist und es fängt natürlich auch an, dass man sich dann immer wieder Probleme eintritt, die man von klassischen Computern gibt. Was ich so gehört habe, gibt es für auch Android Devices, die nicht gepatcht sind, auch schon die ersten Viren, die sich mehr oder weniger ungehindert verbreiten können. Was besonders freundlich ist, weil die klassische Antwort darauf, ob es jetzt sinnvoll ist oder nicht, am Handy noch schlechter funktioniert, weil der Virenscanner verbraucht Strom. Also Rechenleistung und damit Strom. Was jetzt irgendwie mit Akkulaufzeit ein Problem werden könnte. Jetzt haben wir mal den Ist-Zustand beschrieben. Was kann man jetzt natürlich tun? Wir haben jetzt, ich kann mir natürlich es antun und zu sagen, okay, ob das jetzt der erste Schritt oder einer der Schritte ist, ist jetzt so eine Frage. Ich kann jetzt natürlich sagen, es gibt für sehr viele Telefone durchaus die Möglichkeit, Firmware zu verwenden, die auf den von Google veröffentlichten Sourcen basiert. Customized wurde zum Teil auch anhand der Images, die die Telefonhersteller selber herausgegeben haben, das ist unterschiedlich. Ein anderer wichtiger Punkt ist durchaus auch, woher beziehe ich meine Applikationen, die ich auf dem Device rendern habe. Das lässt sich jetzt natürlich insofern machen, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine komplett eigene Firmware auf dem Ding laufen, aber durchaus auch auf einem Stockgerät. Kommen dann später noch dazu. Jetzt als Möglichkeiten andere Betriebssysteme für so ein Android-Device. Es gibt, das ist jetzt eine Auswahl, es gibt sicherlich mehr Möglichkeiten. Die ersten beiden sind
in einem relativ guten Entwicklungszustand. Das letzte ist jetzt relativ, ist jetzt gerade noch im Kommen. Es ist auch bis zu einem gewissen Grad Android basiert. Serengeti ist für Civil Devices verfügbar, hat den Schwerpunkt nicht ganz so stark auf Freiheit und haben unlängst durchaus auch für unerfreulichere Schlagzeilen gesorgt, weil sie nämlich zwischendurch, ich weiß nicht, ob sie es jetzt wieder rausgenommen haben, überlegt haben, per Default einmal das Tracking aufzudrehen, also das Reporting. Das Opt-out war, glaube ich, nie in Gefahr, aber es ist immer so eine Frage, wenn man es per Default aufdreht, den meisten Benutzern wird es nicht auffallen, wenn man es ihnen nicht sehr explizit sagt. Ob das jetzt freundlich ist, ist eine andere Frage. Ich glaube, nach dem Aufschreien ist es jetzt rausgeflogen und ist wahrscheinlich in nächster Zeit auch kein Thema mehr, wobei man es natürlich beobachten muss. Replicant ist mit einem deutlich stärkeren Fokus auf freie Software verbunden, weil die auch, soweit es irgendwie geht, versuchen, nicht freie Treiber zu entfernen. Was aber den Nachteil hat, dass es auf deutlich weniger Hardware läuft, inklusive zum Teil, selbst wo es läuft, immer wieder Probleme gibt, dass dann einmal das GPS nicht funktioniert oder die Kamera nicht funktioniert. Was natürlich ein deutlich härterer Schritt ist, wenn ich jetzt nicht sage, okay, ich bin jetzt Techniker oder ich mache das jetzt aus Überzeugung, aber so für einen Durchschnittsbenutzer ist es natürlich schon etwas schwieriger zu verstehen, warum jetzt seine Kamera nicht funktioniert. Firefox OS kommt aus ein bisschen einer anderen Ecke, das kommt vom Mozilla-Projekt. Die haben den unteren Grundstock von Android genommen zurzeit und darauf mit App-Technologien ein eigenes Betriebssystem entwickelt, das jetzt gerade so dieses Jahr ausgeliefert werden dürfte, so wie es ausschaut, auch über die ersten großen Telefonfirmen, Telefonica zum Beispiel. Die haben insofern einen komplett anderen Ansatz, weil dort die Applikationsentwicklung komplett anders läuft, was jetzt natürlich nicht so eine 1:1 Ersatz ist. Es ist durchaus bei sehr vielen Geräten möglich, es zumindest zu probieren. Ich weiß nicht, ob das momentan für einen Durchschnittsbenutzer sehr sinnvoll ist, auf seinem Haupttelefon das auszuprobieren. Das würde ich wahrscheinlich eher auf einem Testgerät probieren zurzeit. Was jetzt nichts gegen das Projekt selbst ist, aber es ist einfach noch nicht in einem fertigen Zustand. Ich würde gerne wissen wollen, wie das bei den anderen beiden ist, ob man das auf seinem Hauptgerät ausprobieren kann. Also ich habe hier CyanogenMod laufen, das läuft auf dem Gerät, es wurde mit der Originalfirma genau einmal gebootet, um das USB-Debugging aufzudrehen, damit ich den Bootloader einsperren kann. Dabei hat es aber meine SIM-Karte nicht gesehen. Also das Ding hat wirklich im Originalzustand meine SIM-Karte nie gesehen. Das habe ich auch mit meinem Tablet probiert. Man muss allerdings dazu sagen, wenn man vorhat, das zu machen und man kauft sich neue Hardware, empfiehlt es sich sehr stark vorher zu recherchieren, mit welchem Aufwand es zu verbunden ist, weil es durchaus Geräte gibt, also ich hatte auch schon Geräte in der Hand, wo ich mir die Zähne ausgebissen habe oder wo es etwas anstrengender war, das Ganze zu installieren. Das heißt, wenn ich Altgeräte habe, kann es unter Umständen mit etwas mehr Aufwand verbunden sein, aber im Großen und Ganzen, sage ich einmal, Replicant ist, weiß ich es jetzt nicht so genau, bei CyanogenMod ist es durchaus, es ist mein Telefon, das funktioniert soweit, ich habe eigentlich keine wirklichen Probleme damit
Stromverbrauch ist zurzeit etwas hoch, aber ich glaube, da läuft irgendwas im Hintergrund. Muss ich mir anschauen, welche meiner Applikationen da gerade so viel im Hintergrund tut. Das hat aber jetzt nicht wirklich was mit dem Betriebssystem als solches zu tun. Ein wichtiger Teil des Ganzen ist natürlich auch, wo kriege ich meine Applikationen her? Es gibt eine Implementierung eines freien App Stores, nennt sich F-Droid, ist auch auf einem Stock-Device installierbar. Also das kann man, das geht eigentlich in jedem Fall. Dass man sozusagen einmal seine Applikationen aus einer freien Quelle bezieht, kann nicht nur den Store, also die Applikation kann grundsätzlich nicht nur den Store, den sie selbst betreiben, sondern man könnte auch seine eigenen Quellen hineinhängen. Habe ich persönlich jetzt noch nicht probiert. Der Vorteil hier, man sieht hier auch relativ schön, ist, dass zum Beispiel auch ersichtlich ist, unter welcher Lizenz steht denn die Software, die ich da jetzt beziehe. Ich kann mir, was die ausschließlich freie Software haben, auch den Source Code runterladen, weil das Problem ist, dass App Stores, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand jetzt im Detail ist, es gibt immer wieder mal Änderungen, aber gerade mit GPL haben die meisten App Stores einfach ein Riesenproblem, weil sie einfach nicht darauf eingerichtet sind, auch Source Code zu providen und sie damit einfach ein Problem haben, die Lizenz erfüllen zu können. Zum Teil mag es auch eine politische Entscheidung sein. Also bei Apple ist es sicherlich auch eine politische Entscheidung, das nicht zu unterstützen. Bei Google bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Das funktioniert soweit so gut. Es ist natürlich auch so, dass sie natürlich auch hier gibt es natürlich die Probleme, die ich auch in Linux-Distributionen habe, weil ich bin jetzt gerade bin ich auf einen Fall gestoßen, wo sie halt ein Spiel hatten, wo halt der Entwickler Musik hineingepackt hat, die halt leider Gottes mit der freien Lizenz nicht kompatibel war. Das kennt man leider vom Desktop auch, aber sie kümmern sich drum und die Leute, die das betreiben und die Pakete dort warten, sind dahinter und kümmern sich drum, dass das lizenzmäßig passt. Sie freuen sich natürlich, also es ist nicht nur freie Software, sondern es ist in dem Fall auch kostenlos. Sie freuen sich natürlich über Geld, wie ja, jedes Projekt das natürlich Ausgaben hat. Aber es ist nicht verpflichtend. Das sind jetzt einmal die groben Möglichkeiten. Wir haben jetzt natürlich jetzt gibt es natürlich noch so seine Probleme. Wir haben jetzt natürlich noch nicht einmal angeschnitten, wo gibt's Lücken. Es gibt nicht für jede Software üblicherweise immer gleich eine freie Alternative. Beziehungsweise hat man zum Teil das Problem, dass man, wenn man gewisse Features nutzen möchte und die nicht über irgendwelche Cloud-Provider nutzen möchte, man sich halt um alternative Provider umschauen muss. Zum Beispiel klassisches Beispiel, ich möchte meinen Kalender über mehrere Ecken synchronisieren, dann habe ich natürlich das Problem, ich kann das mit diesem Device, ich brauche aber natürlich irgendwo auch einen Server, der mitspielt. Einige Leute hier haben wahrscheinlich kein großes Problem damit, den selber zu betreiben. In anderen Kreisen führt das natürlich durchaus auch zu dem Problem mit, wie machen wir das jetzt? Google macht das eh. Ja, wenn ich meine Daten nicht bei Google lagern möchte. Ich sage es zur Vollständigkeit halber, man kann bei CyanogenMod durchaus auch die Google-Applikationen installieren. Also man kann auch, wenn man CyanogenMod betreibt, grundsätzlich seinen Google Play Store betreiben. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit DRM geschützten Content ist. Der wird wahrscheinlich ein Problem machen. Das weiß ich nicht. Ich habe es nicht ausprobiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann meine Google-Applikationen darauf betreiben. Ob ich das jetzt will, muss ganz ehrlich jeder für sich selbst entscheiden. Weil freie Software nun mal
für die Freiheit des Users da ist und wenn er nicht möchte oder wenn er willentlich seine Daten bei Google lagern möchte, dann ja, kann ich ihn nicht davon abhalten. Das ist nicht Sinn der freien Software. Inwieweit sich mit der Zeit Provider ergeben werden, die das Sünden erlauben, schauen wir mal. Also es gibt mit Freedombox und Co. da durchaus Initiativen, die Software, die man für so etwas benötigt, in die breite Masse zu kriegen und so zu kriegen, dass sie jeder betreiben kann, wenn er das möchte. Es wird sich wahrscheinlich auch jemand, es wird sich natürlich, wenn genügend Nachfrage besteht, sicherlich auch jemand finden, der einem den Service auch gegen Einwurf von Münzen anbietet. Weil das klassische Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich, dass wenn ich für den Dienst nicht zahle, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder das ist ein Freund, der das aus Freundschaftsdienst macht. Wenn es eine Firma macht und ich zahle nicht dafür, dann muss mir klar sein, dass ich nicht Kunde bin, sondern dann bin ich die Ware. Weil irgendwie finanzieren sie es. Es ist nicht böse gemeint. Ich meine, Firmen wollen Geld verdienen, sollen sie auch tun. Aber man muss sich halt auch dessen bewusst sein, dass auch Google diese Dinge nicht deswegen, oder vielleicht nicht ausschließlich, kann ich nicht im Detail beurteilen, nicht deswegen macht, weil sie freundlich sein wollen, sondern weil sie halt auch Geld damit verdienen wollen. Das ist so. Und ich meine, Betrieb von Servern, einige Leute hier können mir das sicher bestätigen, kostet durchaus Geld. Und wenn ich mal die Datenmenge miteinander habe, die Google hat, dann kostet das auch einiges an Geld. Ja gut, das müssen sie ja, glaube ich, sogar. Ich weiß nicht, wie in den USA die Situation rechtlich ist. In Österreich ist es ja so, dass ich als Firma ja verpflichtet bin, als Ziel zu haben, Gewinn zu machen. Sonst kriege ich ein rechtliches Problem. Nein, nicht nur ein steuerliches Problem, man kriegt auch tatsächlich mit dem Finanzamt wirklich ein Problem. Wir haben jetzt als ich habe ihm eigentlich erklärt, das soll sich nicht mehr setzen. Was sind jetzt die Ziele, die wir konkret in der Kampagne haben? Konkret in der Kampagne geht es einmal darum, die Ideen der freien Software, die ja im Desktop-Bereich, gerade im Server-Bereich, durchaus schon verbreitet sind. Also gerade im Server-Bereich, glaube ich, ist der Anteil an freier Software durchaus sehr spürbar. Ich kenne nicht sehr viele Leute, die nicht freie Webserver zum Beispiel betreiben. Gibt es auch, aber ich kenne nicht sehr viele davon. Das einfach auch in der Mobilfunkwelt zu verbreiten. Verbreiten heißt jetzt in beide Richtungen. Auf der einen Seite die Benutzer aufklären, dass es so etwas gibt, was ihnen das bringt, warum sie unserer Meinung darauf bestehen sollten, dass es das gibt. Aber auf der anderen Seite auch den Entwicklern, weil es gibt gerade auch im Entwicklungsbereich von Applikationen von Mobiltelefone einfach von der Kultur her einfach sehr viele Leute, die gar nicht wissen, was ist freie Software, was könnte das mir selbst bringen, warum sollte ich das tun? Und wenn sie nicht wissen, warum sie es tun sollten, warum sollten sie es dann tun? Dementsprechend einfach die informieren. Dann natürlich ein wichtiger Punkt ist natürlich auch ein Aufzeigen der Probleme. Weil sehr vielen Leuten halt Probleme erst dann bewusst werden, wenn man sie ihnen explizit vor Augen führt. Das ist jetzt
auch hier nicht böse gemeint, weil schlicht und ergreifend sich nicht jeder Mensch mit jedem Aspekt seines Lebens im Detail so weit beschäftigt, wie es ein Experte in diesem Bereich tut. Dafür haben wir Experten. Was wir auch zum Teil tun, ist schlicht und ergreifend das Vorantreiben und auch einmal vorfühlen, wo fehlt noch etwas im freien Bereich und eventuell die Leute dazu zu bringen, da etwas zu implementieren oder auch mal das Ganze zu freier Software zu machen. Also es ist ja durchaus so, dass es sehr viel Freeware gibt in dem Bereich, wo die Leute dann nicht direkt Geld damit verdienen, wo dann auch immer der Punkt ist, was bringt es ihnen, ein Source-Code nicht freizugeben, außer irgendwelche ideellen Dinge, die sie vielleicht zum einen oder anderen Grund haben. Ein wichtiger Punkt ist auch, wir machen immer wieder Workshops, wo wir mit den Leuten gemeinsam ans Befreien der Telefone gehen. Wir haben jetzt hier absichtlich bei den Linux-Tagen hier mal keinen Workshop eingereicht, weil erfahrungsgemäß das doch ein Prozess ist, gerade wenn ich mit einer Gruppe da sitze, der durchaus etwas länger dauern kann, und mehrstündige Workshops sind halt im Rahmen einer Veranstaltung, wo die Leute doch Vorträge hören wollen, meistens ein Problem. Wenn Interesse besteht, lässt sich sicher auch in Graz was machen. Also ich selbst bin zwar aus Wien, aber entweder man findet vor Ort Leute oder ich kann auch einmal daherkommen. Wir haben auch auf der Homepage der Kampagne soweit Informationen gesammelt, sozusagen, wenn ich mich selbst daran herantraue oder wenn ich einen Workshop leite, worauf muss ich achten. Wie zum Beispiel schaffe ich es, dass ich meine Daten nicht verliere bei einem Upgrade, weil natürlich, wenn ich das mit dem System meines Telefons tausche, natürlich die Daten, die am Telefon sind, sind weg. Wenn ich nachher auch keine Google-Applikationen mehr haben möchte, sind natürlich auch die Daten, die gerade jetzt bei Google liegen, aktuell nicht mehr zugreifbar. Das heißt, ich sollte mich idealerweise vorher darum kümmern, die Daten von dem Device runter zu bekommen. Außer es liegt mir nichts an meinen Daten. Diese Probleme hat man nicht, wenn man das Device gleich befreit, wenn man es bekommen hat. Weil Daten, die nicht drauf sind, brauche ich auch nicht Backup. Aber in der Praxis bei Workshops ergibt sich dieses Problem, wobei sich hier auch gezeigt hat, dass das ein Prozess ist, den die User im Allgemeinen vorher machen müssen, weil okay, die Kontaktdaten und der Kalender sind jetzt keine so großen Datenmengen, die hat man relativ schnell herum, wenn man mal weiß, wie es geht. Wenn die Leute halt dann gigabyteweise Fotos und Videos und Musikstücke auf ihren Handys haben, die sie vielleicht auch noch weiter behalten möchten, weil sie sie aus irgendeinem Grund mir jetzt anders gespeichert haben. Gut, ob das passiert. Dann dauert das, weil erfahrungsgemäß es doch einige Zeit dauert, einfach große Datenmengen von so einem Handy runterzukopieren, und man sollte nicht unterschätzen, was diese Telefone heutzutage an Speicherplatz haben. Dann haben wir noch als, gehen wir mal die freien Betriebssysteme durch, die wir so haben. CyanogenMod ist basierend auf dem Android Open Source Project, also auf den Daten, die Google freigibt, plus natürlich dem, was aufgrund der GPL die Hersteller auch an Kernel-Modifikationen hergeben müssen. Das ist erfahrungsgemäß für sehr viele Telefone verfügbar, oder auch Tablets natürlich, mit unterschiedlicher Dichte. Es hängt auch davon ab, wie kooperativ sind Hersteller, wie problematisch sind Bootloader. Es sind natürlich
leider Gottes auch nicht alle Versionen auf allen Telefonen verfügbar, weil zwar grundsätzlich es sehr wohl sein kann, dass auf dieser Schiene deutlich neuere Versionen verfügbar sind, als sie der Hersteller hergeben würde. Zum Beispiel kennen ein paar Leute, die diesen Fall mit Asus-Tablets haben, wo Asus einfach gemeint hat, ab Android 4.0, ab Ice Cream Sandwich interessiert es uns nicht mehr. Da gibt es durchaus neuere Versionen. Es funktioniert nicht immer, weil es teilweise einfach Probleme mit der Hardware-Unterstützung gibt oder halt auch einfach die neueren Versionen davon ausgehen, dass man etwas mehr Ressourcen zur Verfügung hat, wie ein 2 Jahre altes Telefon zu bieten hat. Und schaut sich diesen Code von Android Open Source Projekt eben irgendjemand durch? Oder weil es heißt ja nicht, weil es Open Source ist, dass es automatisch guter Code ist? Oder? Nein, das ist selbstverständlich nicht der Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob explizit jemand. Also es ist so, dass die Leute natürlich, wenn sie auf Devices hinportieren, sich den Code natürlich anschauen müssen. Das ist klar. Es ist auch so, dass auch im User-Interface und in den Applikationen Teile durchaus neu geschrieben sind. Ich habe von den Strukturen her schon das Gefühl, dass es auch Reviews gibt. Aber natürlich, man ist auch hier nicht vor Abstürzen gefeit. Natürlich kann das passieren. Weil natürlich auch das Problem ist, gerade wie ich jetzt hier auch geschrieben habe, weitgehend frei bis auf die Treiber. Wenn halt der UMTS-Treiber irgendwie spinnt und meint, jetzt schützt mir das Telefon ab deswegen, dann hilft es mir nicht, wenn der Rest sauberer Code ist. Also ich meine, dass Google das vielleicht als Open Source macht und keine Ahnung, dann irgendwas rein an die Telefonien nach Hause und das bemerkt einfach keiner, weil es in Zeile 5 Millionen irgendwie. Nein, also diese Teile sind, soviel ich weiß, heraus. Es ist halt so, dass also es ist schon so, dass wenn wirklich eine neue Codebasis von Google herausgegeben wird, sich die Leute das schon durchschauen. Es ist halt aber auch so, dass natürlich das mit dem Nachhausetelefon, ich habe es schon eingehend erwähnt, sie haben natürlich eigene Statistik-Features drinnen und sie haben jetzt eine Zeit lang auch überlegt, ob sie es selber aufdrehen. Es ist auf der einen Seite natürlich verständlich, warum man so etwas einbaut. Wenn ich natürlich, wenn ich weiß, wie die Leute auf welchen Devices das Ding verwenden, weiß ich natürlich auch, wo sollte ich jetzt meine Entwicklungen konzentrieren. Ob man das jetzt möchte, vor allem ungefragt, ist eine andere Frage. Deswegen bin ich eigentlich sehr froh, dass es so ausschaut, als ob das für die nächste Zeit wieder vom Tisch wäre, dass es per Default aufgetreten ist. Jetzt bei Replicant ist es so, es basiert auf derselben, also es basiert im Prinzip auf Code, der aus derselben Ecke kommt. Sie haben einen sehr starken Fokus auf Freiheit. Es ist allerdings auch so, dass sie dadurch sehr stark eingeschränkt sind. Sie haben auch weniger Ressourcen. Stark eingeschränkt sind, was die Hardwareverfügbarkeit betrifft. Also, wie ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, letztes Jahr waren wir irgendwo bei 3 oder 4 Telefonen. Inzwischen ist es mehr geworden. Aber sie haben immer wieder Probleme und man sollte sich, selbst wenn es heißt, dass es unterstützt wird, sie haben sehr detaillierte Beschreibungen drinnen, wo halt dann unter Umständen auch drinnen stehen kann. Ja, ich habe da jetzt ein Telefon, aber mein UMTS-Modem funktioniert nicht. Ob das dann noch ein nützliches Telefon ist, ist eine andere Frage. Das heißt, dann sollte man sich schon im Detail anschauen, nicht nur wird es grundsätzlich unterstützt, sondern wie weit wird es unterstützt. Oder auch WLAN kann auch passieren oder Bluetooth. Das sind einfach Teile, wo leider Gottes die Hardwarehersteller immer wieder auf die unangenehme Eigenschaft, auf die unangenehme Idee kommen, dass sie irgendwelche nicht freien Teile in die Treiber einbauen müssen. Also hier
ansonsten dürfte, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es selber noch nicht ausprobieren können, weil ich selbst kein Device besitze, auf dem es laufen würde. Ich kenne schon Leute, die es ausprobiert haben, die haben gemeint, man sollte einem, sagen wir mal, Durchschnittsbenutzer, der jetzt nicht aus der technischen Ecke kommt, eventuell doch eher Serial Mod installieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass damit glücklich wird, doch etwas höher ist. Das ist immer so eine Frage, wohin möchte man? Ich meine, als Vertreter der Ubisoft Foundation Europe kann ich, muss ich hier natürlich grundsätzlich sagen, es muss alles so frei wie möglich sein, eigentlich sollte alles komplett freie Software sein. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, dass es nicht zielführend ist, wenn ich den Leuten nachher ein System gebe, mit dem sie nichts tun können. Weil ich mir nicht wirklich sicher bin, ob ich damit der Verbreitung freier Software in diesem Bereich mehr schade oder mehr nutze. Diese Frage kann, glaube ich, nur jeder für sich selbst beantworten. Ja, eine relativ neue Entwicklung in diesem Bereich, auch basierend auf dem Android Open Source Project, ist Firefox OS. Allerdings haben die deutlich weiter unten abgeschnitten. Also die benutzen eigentlich nur den absoluten Grundstock des Systems, um eben die Hardware-Unterstützung zu haben, vor allem auch in der Entwicklungsphase. Und haben darauf aufbauend ein komplett eigenes System entwickelt, das ein User-Interface hat, das komplett in HTML5 geschrieben ist, inklusive von Applikationen, die komplett in HTML5 und JavaScript geschrieben sind. Da wird sich auch zeigen, inwieweit das von den Entwicklern und den Benutzern angenommen wird. Das Interesse an dem ganzen Projekt ist relativ groß und sie haben auch einen sehr starken Fokus auf darauf, dass es ein freies System ist. Sie haben auch einen sehr starken Fokus darauf, dass Standards verwendet werden und alles so weit wie möglich portabel ist. Und sie haben auch sehr klar definierte Privacy Policy zum Beispiel, weil man natürlich auch hier wieder das Problem hat, dass auf der einen Seite, wie gehe ich mit Applikationen um? Ich meine, dass grundsätzlich Applikationen teilweise auf Daten zugreifen müssen, ist irgendwie selbstverständlich, weil wenn ich zum Beispiel eine Navigationsapplikation habe, die nicht wissen darf, wo ich mich gerade befinde, dann ist der Nutzen wahrscheinlich etwas eingeschränkt. Es ist sicher implementierbar, aber der Nutzen ist etwas eingeschränkt, um es sehr euphemistisch auszudrücken. Ob jetzt dieselbe Navigationsapplikation auf mein Adressbuch zugreifen können muss, da kann man schon wieder darüber diskutieren. Man kann natürlich sagen, ja, sie muss es, weil ich ja hier unter Umständen sagen möchte, ich möchte zu dem und dem. Ja. Aber es zeigt auch dieses Beispiel, dass man natürlich in diesem Bereich sehr klar definieren muss, welche Applikation darf auf welche Daten zugreifen. Das ist natürlich gerade im Handybereich insofern auch wichtig, weil ich dort natürlich, ich meine, diese Probleme habe ich natürlich grundsätzlich im Handysystem. Nur nachdem ich hier relativ klar definierte Schnittstellen habe und relativ klar ist, welche Daten sind auf dem Device verfügbar. Weil das auf einem typischen Smartphone, einem Telefon verfügbar sein wird, dass ein Kalender da ist, ist natürlich selbstverständlich. Das heißt, ich kann auch, wenn ich gezielt darauf hin entwickle, auch gezielt Schaden verursachen. Es gibt solche Fälle leider immer wieder. Der
Ansatz ist vor allem deswegen auch sehr interessant, weil sie von Anfang an die Idee dahinter auch war, ein möglichst ressourcenschonendes System zu bauen, weil es auch sehr viel Interesse durchaus gibt, Smartphones auch in Bereichen einzusetzen, wo jetzt das verfügbare Haushaltsbudget nicht dem unseren hier in Mitteleuropa entspricht. Und es ja daher durchaus sehr interessant sein kann, wenn ich jetzt nicht ein Telefon brauche, das immer die aktuellsten und technisch gerade noch machbaren Spezifikationen erfüllt, sondern dass ich unter Umständen auch eine User Experience produzieren kann, wenn ich vielleicht weniger Hardware habe. Ja. Das sind die groben Punkte. Frage zum Firefox OS. Ist ja ein Mozilla-Projekt. Ist ein Mozilla-Projekt, ja. Aber wird Mozilla nicht diesen Schnarrschutz ziemlich massiv von Google gesponsert? Ist da teilweise ein Interessenskonflikt? Die werden, also es ist so, dass die Mozilla Foundation, ich weiß nicht, ganz ehrlich, ich habe jetzt mich zwar mit Leuten von ihnen unterhalten, ich weiß nicht, wie sie genau finanziert werden. Ich nehme schon an, dass sie vom Google Geld kriegen. Ja, also es ist, wobei ich jetzt aber fairerweise immer dazu sagen muss, nur weil ich von Leuten so das Geld kriege, heißt das noch lange nicht, dass ich da nicht, ich meine, aber das ist eine legitime Frage. Samsung, Apple, der Android, ja, von Microsoft. Aber ich meine, gerade bei diesem Projekt gibt es durchaus auch Interesse der Wirtschaft, die da auch Energie hineinstecken. Ja. Wenn man sich das Ganze anschaut, also durchaus von Telefonherstellerseite, auch von der Seite von Telefonprovidern, da eine Alternative zu schaffen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt an dem Ganzen ist, dass man natürlich, je mehr Alternativen man schafft, desto diverser der Markt wird, desto eher hat man, glaube ich, eine Chance, hier diese Punkte noch anzubringen. Weil wenn ich eine fast 100%ige Marktdominanz habe, und ganz so extrem ist es jetzt mit Android nicht, aber die Marktdurchdringung ist schon sehr hoch. Ja. Dann habe ich natürlich auch relativ wenig Incentive, mich um so, ja, aus Googles Sicht vielleicht auch lästigen Bereichen zu kümmern. Naja, ja. Wenn der User eh keine Chance hat, irgendwo anders hinzugehen, dann habe ich auch weniger Interesse daran, mich mit den Beschwerden in diesem Bereich auseinanderzusetzen. Das heißt, alleine aus diesem Bereich heraus glaube ich schon, dass es ein sehr wichtiger Punkt ist. Und ich glaube, dass es auch aus Sicht der Mozilla Foundation sicherlich Sinn macht, sonst hätten sie das Projekt nicht angehört. Ich glaube doch, dass sie ein intelligentes Management haben. Ich meine, Interessenskonflikte hat man immer wieder. Auf der anderen Seite finanziert, wie gesagt, Google die Mozilla Foundation seit längerer Zeit durchaus, direkt und indirekt. Auf der anderen Seite, und obwohl sie selber ja auch einen Browser haben. Also, ja, also. Kann schon sein. Jetzt 45. Ja, also, die wird dann auch. Es gibt eine Zeit, wo es Menschen gibt, die mir geben, dass man die Google Welt ist, Google Phones. Einerseits soll dann immer das neueste Betriebssystem oder machen, aber, Fragezeichen, negativ. Also, ich. Ich sage eines dazu, das ist jetzt allerdings eine persönliche Meinung, das ist ein bisschen, man weiß natürlich nicht, wie es weiter im Detail ausschaut. Es ist so, dass das hier ja an und für sich auch ein Google-Handy ist. Das Interessante ist nämlich, dass die Google-Handys selbst zu den Devices gehören, bei denen es momentan zumindest am einfachsten ist, ein freies Betriebssystem zu installieren. Einfach weil sie
am wenigsten Probleme mit Motorrad machen. Ja, es ist so, warum auch? Ich will das jetzt nicht verschreien. Es kann natürlich auch sein, dass sich die Politik von Google verändert. Ich will auch jetzt nicht im jüngsten Sinn Werbung für sie machen. Also wie gesagt, man sollte sich jetzt bei jedem Telefon, was man so etwas kauft, im Detail anschauen. Aber ja. Zweite Frage, was halten Sie jetzt von den kommenden Beltec Chrome Notebooks bzw. Chromebooks, was jetzt kommt? Mit denen muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich eigentlich nie beschäftigt. Also da kann ich nicht wirklich was dazu sagen. Zu den Apps und den Permissions. Mich stört es eigentlich weniger als ein App auf meiner Kontakte zum Beispiel zu tragen. Mich stört es, dass das App dann meine Kontakte nach Hause schickt und für sich weiter verwertet wird. Kann man diese beiden irgendwie auftrennen? Ich sehe zwei Permissions. Also lokal verwenden ja, zu sich kein Schicken nein. Das glaube ich nicht wirklich, weil du einfach das Problem, also da ergeben sich grundsätzlich ja zwei Probleme. Das eine ist, es ist, glaube ich, aktuell im Rechtesystem nicht mehr gesehen. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist allerdings, dass auch in dem Moment, wo die Applikation die Daten in ihrem Speicher hat und sie auch die Rechte hat, Daten wohin zu schicken, also auf Netzwerk zuzugreifen, ist es relativ schwierig festzustellen, welche Daten das sind. Nur als ich weiß nicht, wie lange wir hier noch in Ruhe sind. Ich bin nachher auf jeden Fall auch noch am NSFD-Stand, falls wir hier irgendwann einmal schon langsam hinaus gedrängt werden für den nächsten Vortrag.